Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Ja, wir sind immer noch in der Mission, wie heißt die? Chichen Die Itza? schändlichst. Ja. Chichen Itza. Na, egal. Könnt ihr auch einfach hier gucken. Chichen Itza. Hat nichts mit Chicken zu tun. So, unser Kundschafter kann auch hier oben auskundschaften. Ich weiß schon mal, wo wir Eisen haben und wo wir ans Gold kommen. Ja, Gold ist wirklich etwas abseits. Da müssen wir wirklich dann gucken, wie wir das machen, wenn wir da das Gold abbauen wollen. Und auch wo wir Stein abbauen wollen. Hier werden Obstbäume, wo wir einen Obstbauern arbeiten lassen könnten, der dann den Goldschmied versorgen würde. Und sich selber natürlich. Ja, hier ist alles nur Felsen. Gut, du bist ausgeruht. Wir müssen jetzt eh warten, dass unsere Mühle arbeitet. Währenddessen kriegen wir halt Nahrung und Leder hier raus. Oh, du hast keine Fische mehr, kann das sein? Ja, dir sind die Fische ausgegangen. Das heißt, der gute Björn wird erstmal Lebenssammler. Du hast Jäger erfunden. Gut. Das heißt, ich könnte eigentlich schon mal eine Schusterei in Auftrag geben. So, hier. Also ja, die gute Frage ist, wie wir expandieren wollen. Hier unten auf jeden Fall das Gold hin. Und hier oben, hier. Oh. Die Apotheken. Ich bin Tecumseh, Oberpriester der Apotheken. Fahrt zurück in die Hölle, ihr bärtigen Dämonen. Ihr Ungeheuer aus dem Reich der Schatten, Tod und Verderben begleiten euren Weg. Viele unserer tapfersten Krieger sind durch eure langen Messer gefallen, als sie die räudigen Nachos aus unserem Reich vertreiben wollten. Doch nun werden euch die Apotheken vernichten. Inti, der Sonnengott, hat uns ein Zeichen gesandt. Er gab uns einen heiligen Stein, der Licht und Feuer versprüht. Er gibt uns Kraft und Mut. Mit seiner Hilfe werden die Krieger der Apotheken siegen. Zerstöre den Tempel der Mayas und erobere den Sonnenstein. Ja. Ja, will. Ja, will. Ja, da ist der Tempel. Da sind Maya-Krieger. Da ist ein einzelner Bärenbusch, den kannst du mal leer essen. So, Müller ist auch erfunden. Das heißt, wir bauen unsere Bäckerei hier hin. Das heißt, für euch beide ist jetzt die Bäckerei erstmal wichtiger.
Also ja, hier oben gibt es schön viel Holz. Das heißt, einen zweiten Holzfäller werde ich hier hinbauen. Der versorgt dann unsere Eisenproduktion. Und ja, den Holzfäller überlasse ich die Goldproduktion. Dann kommt hier die Goldmine hin, hier die Goldschmelze. Okay, die Goldmine müsste eigentlich hier hin und wahrscheinlich auch die Schmelze. Und dann kann auch gleich da ein dritter Holzfäller hin. Oh, und Holzfäller ist erfunden worden. Auch gut. Also hier abseits von den Obstbäumen ein Holzfäller. Der Obstler soll dann eben den Holzfäller, den Goldschmied und sich selber versorgen. Sie kriegen aber trotzdem ein kleines Lagerhaus, damit da das Gold eingelagert werden kann. Und die überschüssige Nahrung. Ja. Das heißt, ein Dreifamilienhaus, die drei Arbeitsgebäude, also beziehungsweise Holzfäller, Goldmine, Goldschmelze. Ja. Ich hoffe einfach mal nur, dass unsere neuen Maya-Freunde, das Freunde in Anführungszeichen, in einem ganz fetten Anführungszeichen, so passiv sind, wie die Indianer bis jetzt waren. So, du solltest mal den Jungen bekommen. Och, du warst unser Träger, stimmt. Ach, naja, leg dich erstmal schlafen. Pilze gibt's hier wieder zu Genüge. Okay, würde es hier oben auch geben, also sollte ich meinen Pilzsammler eher zentral bauen. Also hier in die Gegend auch. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Bäckerei fertig wird. Also eigentlich den Pilzsammler hier hin. Okay, die Bäckerei ist fertig. Okay, ihr kriegt erstmal ein Kind. Das wird dann der neue Müller. Das Pilzsammlerzelt, also der Pilzsammler. Ja, hierhin wäre am besten wahrscheinlich. So, du hast Lebenssammler erfunden. Das heißt, wir bauen noch gleich mal eine Töpferei. Ja.
So, okay, stell noch einmal Mehl her. Kaserne. Wo passt die nachher hin? Hier hin. Okay, da müssen wir gucken, dass wir die als erstes planen. So, jetzt aber du. Das Bäcker. Gut. Also wirklich, ich plane die Kaserne hier unten zu bauen. Da haben sie dann aber einen langen Weg bis zum Waffenlager. So, sagen wir hier den Wegweiser hin. Dann sollen die Sachen gebaut werden. Gibt es nachher noch einen Wegweiser hier hinten, hier oben hin. Und danach kannst du eigentlich deinem normalen Handwerk nachgehen. Ja, als hier traue ich mich nämlich eh nicht hin. Wenn da nämlich Frauen und Kinder sind, heißt das, das Dorf ist nicht weit weg von den Apotheken. Ja, mein Volk befindet sich mit euch im Krieg. Ja, Oberpriester der Apotheken. Viele unserer tapfersten Krieger sind durch eure langen Messer gefallen. Ja, die Nachos waren das Hauptproblem. Ich sehe Speerträger. Ja, du gehst mal zur Fischerhütte, futterst dich da voll. Stein haben wir zum Glück noch genug, bevor wir uns um den Steinmetz kümmern müssen. Werkzeugschreiner. Können wir erstmal dahin bauen. So. Du gehst essen. Gehst nochmal essen. Gehst nochmal essen. Hier kommen dann zwei Familienhäuser noch hin. Ja, viel Bauvorhaben und wenig Bauarbeiter. So, einer baut hier rum. Wo ist der zweite Holzfäller? Holzfäller, Bauarbeiter. Ja, ein Zweifamilienhaus für den Jäger und den Lehmarbeiter. Ja.